meine Lieben, willkommen zum neuen Food Hall. Ja, heute ist Dienstag und zwar hat mein Mann Geburtstag und da feiern wir am Samstag. Und deswegen habe ich heute schon ein bisschen für den Geburtstag eingekauft und eben Milka. Und deswegen hänge ich dann am Freitag nochmal ein Food Hall hinten an. Genau. Also am Schluss einfach dranbleiben, dann kommt der nächste Food Hall. Ja, und zwar gibt es eine Milka-Rabattaktion beim Penny. Und zwar spart man sich 50% auf einen Einkauf von Milka. Wir haben für alles 34,67 gezahlt. Also der Wert ist um die 70. Und zwar haben wir hier einfach so Knusperbälle gekauft. Hier Erdbeerschokolade, Luftlee, zwei Weihnachtsmänner, Oreo, Damien, irgendwas mit Haselnüssen. Hier auch Oreo, hier mit Weiße, alles Liebe, das weiß ich gar nicht, Knuspercreme, Knusper Crisp, dann haben wir hier Schokolade Luftee, Ahoy, wie nennt sich das? Irgendwas mit Keks, Weiße, dann haben wir so Fette noch mitgenommen, mit Nuss, Toffee, Keks, hier irgendwas, wie heißt denn das? Triolade. Neue Sette, Oreo und hier Damien und Marzipan. Genau. Wir haben auch schon ein bisschen für Weihnachten vorgekauft. Wir haben einfach zugeschlagen bei 50% auf den Einkauf. Dann ganz normal Lebensmittel, weil für Samstag mache ich ein Buffet. Da habe ich hier zweimal Frikadellen. Die lasse ich entweder kalt oder mache sie warm. Hier habe ich Senf für die Soßen. Dann habe ich hier einmal, ich will Wraps machen, für die Füllung einen Edamer. Und dann will ich so Spieße machen, Traubenkäsespieße. Da habe ich einmal Emmentaler im Stück gekauft. Dann möchte ich Mozzarella Tomatenspieße machen. Da habe ich einmal so kleine Tomatenkugeln mitgenommen. Da will ich gekochte Eier machen, also hinlegen halt. Dann haben wir jetzt ganz normale Bodenhaltung, 15 Stück. Für die Soßen einmal Paprika für Nudelsalat, Cream Fresh für Wraps, Naturjoghurt für die Soßen. Dann habe ich hier Upsala, dreimal zum Mini-Mozzarella für die Spieße, einmal Mayonnaise bzw. Salatcreme, aber die nehme ich für den Nudelsalat. Hier einmal Öl für die Soßen. Dann habe ich einmal Nutella, weil ich möchte so Teilchen machen mit Nutella drin. Dann habe ich, wie gesagt, die zwei Tortilla Wraps mitgenommen. Dann möchte ich als Nachspeise Pudding machen, Schokoladengeschmack. Und hier habe ich noch dreimal Schinken. Und dafür habe ich bezahlt für den Einkauf, weiß jetzt gar nicht, wo steht das, 24,77. Ja, Leute. Dann sehen wir uns Freitag. Dranbleiben. Willkommen. Heute haben wir Freitag. Wir waren heute wieder im Kaufland. Wir haben so, glaube ich, 70 Euro ausgegeben. Circa. Und zwar hat mein Mann morgen Geburtstag. Und da haben wir hier viermal Hugo mitgenommen. Dann zweimal Salat. Weil es mit Schinken in den Puten gab es nicht mehr. Dann hier habe ich so Coupons-Sachen. Habe ich hier einmal von Golgage. Da gab es 1 Euro. Da gibt es so einen 1-Euro-Coupon. Und hier bei der Butter haben wir echt ein Schnäppchen gemacht. Und zwar sind die auf 99 Cent runtergesetzt. Und da habe ich dann noch 3 Coupons gehabt. Je 50 Cent. Da habe ich dann gleich zugeschlagen. Hier auf Kinderregel habe ich noch 1-Euro-Coupon gehabt. Eigentlich, ja, habe ich dann 18 Riegel mitgenommen. Dann hier von Monte 2 Waffelsticks, die man auch etwas runtergesetzt. Hier habe ich so einen Exquisite 30%. Den esse ich heute noch. Dann hier einmal einen Vanille Pudding für meine Tochter. Dann mal runtergesetzt. Hier 20% diese Himbeer Pinguine. Dann für mich habe ich 2 Landliebe Sahne Pudding mitgenommen. Dann von Cristello Schoko, das ist so mit Pudding, einmal mit weißem Pudding, finde ich so lecker, die Dinger. Dann war auch hier so 30% Chicken Nuggets, vegetarisch, ja, kann man mal zwischendurch. Windeln, 4er Brot, gab es für 99 Cent, da haben wir, zack, nehmen wir ein ganzes mit und frieren was ein.
Dann haben wir hier Trauben, einmal Kakao Express. Dann haben wir hier 30% Putenbraten, Putenbrust mit Curry. Hier haben wir eine Salami mitgenommen. Hier war auch 30% Mühlenschinken, zarter Kochschinken und hier geräucherter Kochschinken. Dann gab es Grünländer Chili und Paprika und Käseaufschnitt. Hier haben wir Piccolinis, 3 Käse und eine Steinofenpizza Speziale. Dann haben wir hier noch Wiener Würstchen. Meine Stimme verabschiedet sich gerade. Pinguine, eine Babywieder Kindermilch, Kaffeepads, zweimal Wasser, eine Apfelschorle und eine Cola. Ja, meine Lieben, das war unser Wocheneinkauf und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüss!